Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Auf dem Weg ins Finale, was ich schon seit, weiß ich nicht, gefühlt 30 Folgen sage wahrscheinlich. Und, ja, sitze ich ein bisschen tief? Nee, ne? Geht eigentlich nicht. Nee, das passt doch schon, das ist okay. So. Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Wir haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen. Echt? Dachte, du hast mit deinen Arschbacken geguckt. Ja, gut, den Dialog kennen wir schon. Hier haben wir in der letzten Folge aufgehört. Da sind wir hier stehen geblieben und haben geglotzt. Und wir sind mit Abby unterwegs. Mit einer jungen Abby, glaube ich. Ja, das müsste. Ja, das ist ein Flashback, stimmt. Das ist ein Flashback. Wir waren jetzt auf der Suche nach dem guten Owen. Weil wir sind wieder bei Seattle Tag 1. Und da ist ein Türchen. Da geht's nicht weiter. Okay, dann mal auf damit. Auf und drin. Oder auch nicht. Hilf mir mal damit. Yep. Wieso haben die eigentlich die gleichen Klamotten an? Was ist das hier? Na, das ist eindeutig eine Art Theater, bloß für Fische. Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Du bist ein Spinner. Ja, aber du liebst diesen Spinner. Also was sagt das über dich aus? Warte, was? Er hat gerade gejault wie ein Wolf und sie hat gefragt, ob er ein Hahn ist? Sag mal, kann das sein, dass du dumm bist? Ich hab schon... Ach nee, wir gucken, glaube ich, nur mal so, ne? Glaubst du, das Segelboot gehörte zur Show? Nee, sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Willst du es dir ansehen? Komm gleich. Muss erstmal hier gucken. Kann ich hier hoch? Ja. Oh, nice. Cool. Kann ich hier durch? Nee, ne? Ich habe gar nichts. Ich habe gar keine Waffen. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege die Steuerung noch hin. Ist ja schon wieder ein bisschen länger her. Ich weiß, ich sag das jedes Mal, aber... es ist tatsächlich auch jedes Mal so. Außer ich habe am vorigen Tag gespielt. Nur jetzt, ja, Sommerpause hat sich etwas geändert. Nämlich... jetzt ab morgen läuft es dann... alle zwei Tage, also streamtechnisch und aufnahmetechnisch. Und das die nächsten zwei Wochen. Und danach ist eine Woche Sommerpause, weil dann fahren wir in Urlaub. Spontanerweise, da wir spontan zusammen Urlaub haben. Und danach ist dann nochmal eine Woche Pause. Also eigentlich sind zwei Wochen Sommerpause, weil danach die Woche habe ich nämlich Frühschicht, da ist mein Urlaub vorbei. Und da wird das ja nichts, das kennt ihr ja. Und danach geht es dann wieder regulär weiter. Also mit... 5 Tage die Woche, alle 2 Wochen. Wir gehen nicht, bevor du dir das ansiehst. Ach so. Ach, hier geht's weiter. Ach so. Okay, Entschuldigung. Ja, ich hab ja nur gekickt, wa? Man muss ja vorsichtig sein, Freund. Freund Blase, kann ich hier auch hoch? Nee, ne? Nee, hier kann ich nicht hoch. Schade, schade. Ich hoffe, es läuft auch alles. Ich finde, ich bin ein bisschen niedrig. Kann das sein? Oder jemand hat die Kamera verstellt. Das kann auch sein. Ist eigentlich auch egal. Aber warte mal. Wenn ich sowieso so niedrig bin. Moment. Ich könnte ja mal... Mach ich so. Ist nicht schön, aber selten. Geht, glaube ich, ne? Kann man so machen. Ich lasse das mal so. So bin ich nicht so viel im Bild. Das ist gerade bei... Ich finde eigentlich schon... Also... Am liebsten wäre mir natürlich ohne Cam, aber ich glaube, das ist schon wichtig für euch. Weil ihr seid so Spanner. Da wollt ihr, glaube ich, immer schon sehen, wie man reagiert. Ein Boot umgebaut zu einem Dock. Ist was, Dock?
Na, hier wohnt doch bestimmt einer, oder? Hier war ein Kind anscheinend. Im Zweifelsfall ist im Schrank einer, ne? Ich sag's nur. Die Musik ist so merkwürdig. Medizin, Kinderklamotten. Das war ein Kind. Hier sind Kindersachen. Bestimmt war eine Familie hier. Sieh dir die Zeichnung an. Ich glaube, ich muss niesen, warte. Ich hoffe nicht. So, warte. Wasserschläuche. Das da sieht aus wie eine Pumpe. Hier war aber schon länger keiner mehr, so wie das hier aussieht. Und das Wasser, was gegen den Bug plätschert, hört sich an, als ob hier irgendwo jemand rumläuft. Was wohl aus ihnen geworden ist? Vielleicht gingen sie zu den Wolves. Ja, oder wurden von Scars getötet. Alter. Ein Optimist. Von, Alter, was für ein Bild, Junge. Voll creepy, Alter. Ich weiß, Kinder malen, aber Alter, ich habe noch nie so ein Kinderbild gesehen. Jetzt, das war's? Mehr ist hier nicht? Wow. Komm ich da hoch? Nee. Okay. Genug von diesem Boot. Toll. Na, Lust auf den restlichen Fischzoo? Meinst du, es gibt noch mehr zu sehen? Na klar. Auf geht's. So, und was ist verrostet und muss weg? Und Masking for Friend? Okay, dann geht's jetzt wahrscheinlich da oben weiter. Ah ja. Hilf mir da hoch. Yep. Warum müssen immer die Frauen vorgehen? Was seid ihr denn für Typen, ey? Zum Glück nicht dunkel. Ja. Wieso, okay. Wieso machst du nicht die Tür auf? Ach du Scheiße, gar nicht übel. Hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar. 90 verschissene also, Kilo? Wir sehen uns schnell mal um und dann... kehren wir zurück. Mhm. Ja, nur dass das noch gar nichts ist und du mich noch anfängst zu bleiben. Träum weiter. What's up? Gibt's hier Fische? Wenn die keiner füttert, nicht, nein. Ob die wohl mit dem Meer verbunden sind? Oh mein Gott. Boah, nice. Sieht man nicht jeden Tag. Nicht wirklich, nein. Ich habe auch keine aus Bronze gesehen, also. Sie ist also vom Beruf Robbenklopper, ja? Also ich kann mich noch nicht mit ihr anfreunden, man merkt es eventuell. Wie dick ist das Glas? Aber sie ist nicht Ellie. Aber wir sehen zumindest auch ihre Seite der Geschichte, das ist schon mal gut. Da ist ein Aquarium im Boden. Das sind Fische. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Meinem Dad würde es ihr gefallen. Ja, er wäre ganz aus dem Häuschen. Ja. Oha. Was für ein Trip. Pennys Junggesellenparty 2013, ja, bevor alles zur Hölle ging. Nimm den noch mit. Ich beanspruche diesen Ort. Er gehört mir. Schenke ich dir. Ach, den Stuhl. Ja, den kannst du auch haben. Das ist mir egal. Besuchen erlaubt. Oh, bist du sicher? Nicht so ganz. Ich werde abwarten, wie nett du zu mir bist. Du bist ein Arsch. Kein guter Start.
Alles zugewachsen hier, ey. Krasser Scheiß. Ah, sieht schon beeindruckend aus, ne? Geht hier auch noch irgendwo hin? Oh ja. Max's Place. Max Spielecke. Komm ich hier rein? Nö. Fuck. Das war aber nach Katastrophe, ne? Kommst du jetzt mit? Fauler Sack. Hier geht's nämlich nur hoch. Ich guck nochmal ganz kurz. Läuft alles? Ja, ne? Aufnahme läuft. Ja, 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 ja. Ich verliere immer noch Frames. Ich weiß nur nicht warum. Wir müssen mit den anderen zurückkommen. Nicht viele, aber ein paar. Damit sie auch die Regeln wissen. Ist es das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Ha, dir gefällt's doch. Sei doch still. Also, wie wär's mit Owen? Du hattest recht. Danke, dass du mich an diesen wunderschönen Ort gebracht hast. Ich überleg's mir. Reicht das erst. Okay, hier haben die gewohnt. Aber hier ist auch schon länger keiner mehr. Guck mal, die haben das. Die haben nicht mal abgewaschen. Also die sind. Die müssen aber auch Hals über Kopf verschwunden sein, so wie das hier aussieht. Okay, Hals über Kopf nicht so richtig. Oh Gott. Der sieht aus, ob er an Altersschwäche gestorben ist. Ist hier zumindest keine Schusswunde. Ob das wohl unser Kapitän ist? Shit. Oha. Dad, ich bringe Max von hier weg. Er kann nicht sein ganzes Leben lang in diesem verrotteten Gebäude eingesperrt sein. Hier wird er nur deine Schwächen annehmen. Als die Soldaten Mama umgebracht haben, hast du nur zugesehen wie ein Feigling. Was für ein Vorbild bist du? Du hättest wütend werden sollen. Du hättest ihnen Schmerzen zufügen sollen, sie rächen sollen. Ich will, dass Max sieht, wie es ist, wenn Leute sich für das einsetzen, was sie wollen. Wenn sie bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen. Die Welt ist schlecht. Es liegt an uns, das zu ändern. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Falls ja, hoffe ich, dass du nicht immer noch nur auf deinem blöden Stuhl herumsitzt. Oh, okay. Da wollte jemand, dass jemand Rache nimmt. Dieses Symbol da unten. Das Symbol ist doch von den Scars. Seine Kinder haben sich den Scars angeschlossen. Scheiße. Ja, das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett, er braucht sie nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Scars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantänezonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Wir waren naiv, aber wir waren nicht fanatisch. Wir haben Kontrollpunkte gesprengt und Soldaten ermordet. Das ist nicht dasselbe. Doch. Ja nur, sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut. Warum ist es denn nicht dasselbe? Ich meine, die Scars. Überleg doch mal, aus welchen... Wie spät es ist? Ich weiß es nicht. Wir haben Zeit. Überleg doch mal, aus welcher Situation heraus die Scars entstanden sind. Wir wissen das ja nun mittlerweile. Ihr, also die Wolves, haben doch erst dafür gesorgt, dass es die Scars so überhaupt gibt. Indem sie einfach eine völlig friedlebende Frau hingerichtet haben. Und dann ist einer von euren Leuten durchgedreht und hat Rache genommen, sich ins Gesicht geritzt und so die Scars erschaffen. Das waren ja friedliche Menschen, diese Frau. Und ihr habt auch dafür gesorgt, dass diese Scars erstmal so in der Form überhaupt entstanden sind. Und es ist überhaupt nichts anderes als, also ihr macht nichts anderes als die Scars. Ist einfach so. Ich meine, was haben denn die Wolves gemacht?
Die haben eine Quarantänezone eingenommen, sämtliche Soldaten ermordet. Selbst die, die fliehen wollten, habt ihr ermordet. Also ihr seid kein Deut besser, Alter. Was ist los mit euch? Niemand hier ist gut in dieser Welt. Ah. Oha. Hallo. Ja, wir kommen zum Ende. Ne? Am Ende kommen immer so ein paar mehr Bugs, habe ich so das Gefühl. So. Es ehrt dich, dass du deinen Vater respektierst, aber du musst verstehen, dass er dich nur kontrollieren will. Er will, dass du dich weiterhin wie ein Kind fühlst, weil er zu viel Angst davor hat, wie ein Mann zu handeln. Du verdienst es, in einer Gemeinschaft zu leben, die starke Charaktere wie dich unterstützen kann. Und Max erst recht. Er ist noch so beeinflussbar. Wenn dir etwas an deinem Bruder liegt, solltest du mit ihm fortgehen, bevor er die Schwächen deines Vaters übernimmt. Wir kommen in 5 Tagen wieder an eurem Aquarium vorbei. Wenn ihr mit uns kommen möchtet, stellt eine brennende Fackel am Steg auf. Wir landen dann in der Nähe an. Sie führe dich. Ach, guck mal an. Die Scars können also auch Leute rekrutieren. Nur Ellie nicht. Auf Ellie wird gleich geschossen. Egal von welcher Seite. Hä? Wieso kann ich das denn nochmal lesen? Warum nimmt sie das nicht mit? Okay, Briefe, die ich nochmal lesen kann, die fühlen sich nicht als fertig gelesen. Eins, zwei und ein Ehebett. Die Soldaten, also wahrscheinlich die Wolves haben die Mutter hier ermordet und der Vater hat einfach nichts getan. Wahrscheinlich auch, weil es für ihn aussichtslos war. Und er stand halt, sag ich mal, er stand über dem Hass, über Rache. Er stand da einfach drüber und wusste, dass es sie sowieso nicht wiederbringen wird. Also warum einen Krieg anzetteln und dann auch noch, sag ich mal, seine eigenen Kinder vielleicht auch noch in Gefahr bringen? Er musste schließlich seine Kinder auch beschützen. Also klar, dass der sich nicht gerecht hat. Logisch. Ich meine, ich würde es verstehen, wenn er es getan hätte, aber wäre halt auch nicht der richtige Weg gewesen. Und das hat, ich schätze mal, seinen Sohn nicht verstanden. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Oh, hier ruckelt es ein bisschen. Sohn, Tochter, Vater, Mutter, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich die Tochter hat es nicht verstanden. Und hat dann den Sohn weggebracht. Tja. So ist das, wenn man jung und dumm ist, ne? Ich würde gerne in Max seine Hütte kommen. Gibt es da einen Weg rein? Da muss es doch einen Weg reingeben. Er läuft schon in die Richtung. Oh, was ist das denn hier? Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Mach mal auf hier den Laden, du. Jetzt kommen wir durch rein, ne? Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Scheint wohl doch eher 2 Söhne zu sein. Nee. Wie wär's mit? Geschafft. Krass. Das Malen muss ewig gedauert haben. Zur Open Ocean Experience, okay. Hier hat also Max immer gespielt. Achso, hier ist auf. Huch. Bin gerade gegengelaufen, ist die Tür nicht aufgegangen. Erst einen halben Müh später. Hm? Bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Owen. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Geh schon. Hat sie doch schon. Geht doch. Akute Höhenangst. Krasses Pferd. Thank you.
Würde den Jungen gern kennenlernen. Ich meine, er ist ein Scar. Hast du vielleicht? Scheiße, hoffentlich nicht. Oh. Mir fällt da was ein. Angeblich hat Odin ja einen seiner eigenen Leute angeschossen oder erschossen. Mit der Begründung, einen Scar zu retten. War das vielleicht dieser Max? Wow. Ja. Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja. Ist dir zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Red mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Hat ihr Rachehunger die beiden auseinandergebracht? Ja. Was, wenn Owen woanders ist? Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Okay, ja, jetzt müssen wir da wieder hin. Nein, wir wissen nicht, was passiert ist. Ich muss ihn finden. Ich meine, wenn er Danny getötet hat. Scheiß auf Danny. Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Wow, Abby. Es ist echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere, das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu viele Scars in der Gegend. Manny, bitte. Na gut. Wie du willst. Erstmal durchladen. Oh, komm mal hier. Der gute alte PlayStation 3 Controller. Heidewitzka. Und die gute alte PlayStation 3. Überall. Ja, gut, 2013 war so PlayStation 3 noch, ne? Das ja. Gab es ja keinen Nachfolger mehr. Oh, was haben wir denn hier? Figürchen.
Die sind bestimmt auch aus irgendeinem Spiel, das ich aber nicht kenne. Bestimmt was voll Bekanntes. Was war das so? Besseres Wetter? Ja, gleich. Erstmal gucken. Wir müssen noch sammeln. Weil Abby findet offensichtlich ein paar mehr Waffenteile als die gute Ellie. Was machst du da? Wusstest du, dass hier jemand wohnt? Wohl er wohnte. Was ist das? Sieht aus wie ein Brief. Oh nein. Dein heißes spanisches Flüstern? Hey, das ist privat. Hey. Oh mein Gott. Das hier ist deins? Echt jetzt? Wie viele Liebesnester hast du eigentlich? Okay, pardon, no hablo inglés. Du Spasti. Ey, gib mir den Zettel wieder, Mann, den wollte ich lesen. Scheiße. Warte, haben wir dich noch zufällig? Nee, ne? Nein. Schade. Hat er wirklich weg. Gib wieder her. Ich töte dich, hey. Wenn es sein muss. Danke. Hierfür? Ja, alles andere. Ja? Du bist ein guter Freund. Komm schon, Abs. Du weißt, ich hab's nicht so mit Gefühlen. Mhm. Darüber, ja. Hallo? Achso, er muss sich erst so hinstellen. Sieht gut aus. Ja. Na los. Ja, dann hopp. Robo-Weg. Okay. Wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich geb mir Mühe. Im Ernst. Pass gut auf dich auf. Du kommst nicht mit? Oh, schade. Okay. Richtung Sonnenuntergang. Haben wir einen Schalldämpfer? Nö. Richtung Sonnenuntergang. Und kein Schalldämpfer. Oh Mann. Oh. Auch kein Bogen und nichts, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich gegen das Gas vorgehen soll. Heimlich still und leise, da wird ja wohl nichts. Komm nicht rein. Erstmal umkicken. Hier geht's auch nicht weiter. Da geht's rein. Asia-Immersion oder was? Wir brauchen Kanister. Oh, Waffenteile? Schon wieder. Hm, ich höre dir wohl. Okay, hier liegt schon wieder so viel rum. Hier müsste eigentlich eine Werkbank stehen. Boah, und es ist mega warm hier. Uiuh. Da wurde anscheinend jemand eingesperrt. Da will ich gar nicht rein. Ja. Stinkt hier so. Was stinkt hier so? Oh. Bin mir ziemlich sicher, dass du es nicht wissen willst. Ein toter Ska. Ich hoffe, der bleibt auch tot. Hallo? Ich kann nicht lesen. Ich drücke Viereck, es passiert nichts.
Ich kann doch nicht zoomen. Hä? Tja, nein. Du kannst dir verrotten. Ja, dann warte doch mal. Ich hab doch gar nichts gelesen. Jetzt warte doch mal. Selbstmordnotiz. Lesen. Jetzt geht's. Komisch. Ich sag ja, umso weiter, also habe ich ganz oft bei Spielen, umso weiter wir voranschreiten, umso buggiger wird das Spiel. Das ist merkwürdig. Meine Freunde, vergebt mir, ich habe euch enttäuscht. Ich bin vor einem Trupp Wolfs geflohen und dabei auf eine Gruppe Dämonen gestoßen. Sie haben mich überrumpelt. Wenn mir unsere Prophetin gnädig ist, werde ich sterben, bevor die Verderbtheit einsetzt und ich die Kontrolle über meine Sinne verliere. Jetzt sehe ich deutlicher als je zuvor die Rechtschaffenheit unseres Weges und die Schlechtigkeit der Wolves. Ich werde glücklich sterben mit der Gewissheit, dass ich eine kleine Rolle bei der Wiederherstellung der Reinheit unserer Spezies in der Welt gespielt habe. Sollt ihr mich finden, verbrennt mich und sprecht ihre Worte über meine Überreste. Henry. Oh. Fertigkeiten. Das könnte nützlich sein. Urban Warrior, Stadtkrieger, Nahkampftraining für Zivilisten. Corporal Lance McGrath. Puh. Alter, noch eins. Willst du mich verarschen? Ja, ist aber ein bisschen übertrieben, ne? Also wir haben mit Ellie fast 25 Stunden gespielt. Wenn wir jetzt mit Abby nochmal genauso dieselbe Zeit lang spielen... Und dann wird es aber nichts mit 30 Stunden. Du hast wieder ein Point of No Return. Davon gibt es hier ein paar mehr. Das ist anscheinend ein Nähgeschäft. Naja.